Das ist ein bisschen was. So, ich glaube, wir müssen mal eben Sand suchen gehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht ihr denn mit den ganzen? Oder was machst du damit? Also werden die alle eingestampft? Ah, okay. Nice. Auf welches Nahrungsmittel gehst du aktuell? Ah, okay. Ich hätte jetzt für die Pelz, nimmst du da diesen Salat oder?
Wie sich das anhört, mordend durch die Lande. Aber, okay, aber das mit der Ernährung hört sich ja auch interessant an. Und hat sich das übelst stark bemerkbar gemacht beim, hier, wie heißt das gleich noch? Ja, das ist klar. Aber die Ernährung, hat sich der Unterschied zwischen, ich sag mal, Salat zu Spiegelei oder dit, stark bemerkbar gemacht beim Farm oder bei der Erzfarm? Okay. Aber... Wieso ist der Crafter locked? Ich wollte auch gerade sagen. Aber ist natürlich die Frage, bei was für einem Level oder ab was für einem Level die Knarre überhaupt noch Schaden macht oder Panzerfaust oder was auch immer. Aber ja, das ist alles ein bisschen... Also
Pirate kann richtig reinscheppern, finde ich. Kacke. Wie sieht's aus mit der Pumpgun oder sowas? Gibt's das überhaupt? Ich bin, glaube ich, bis Stufe 38 oder so gekommen, deswegen kann ich es ich selbst gerade nicht genau sagen. Ah, okay. Und die normale macht nicht genügend Schaden? Ah, okay. Alter. Gibt es denn, wie heißt es gleich noch, oh Gott, irgendwie eine Erfahrungsfarm oder sowas? So, dass du da vielleicht noch was bauen könntest, um ein bisschen mehr Energie zu bekommen? Erfahrung meine ich?
Blazing. Ah, okay. Ach, wie nervig. Ich dachte, man kann da vielleicht, keine Ahnung, so einen riesen Mixerfarben bauen oder sowas und dann hat man da sehr gute Chancen oder so. Moment. Oh. Der sieht cool aus. Den würde ich auch nehmen. Okay, das ist auch übel. Und das war das Viech, was dann halt die ganzen Pals fangen kann.
Boah, da bin ich mittlerweile völlig raus. Ich glaube, wir haben bis 32 gespielt. Oder 34, irgendwie sowas. Genetischer Frevel. Okay. Thank you.
Für Level 1 hört sich das wirklich sehr gut an. Vor allem, wenn die proportional dann auch noch ansteigen werden, dann mad Respekt. So. Ich glaube, ich muss den Auftrag canceln, sonst wird das hier zu nervig. Wir den Io. Also bei 30 Level... Ah, okay. Nice. Also, aber wenn man 30 Level hochrechnet, dann kommt man echt gut voran. So, das... Roundabout Fünffache. Das ist... Boah.
So, Exporter. So, gucken wir mal eben in die Mining Dimension. Ich will mal gucken, ob wir da irgendwie Uranit oder sowas haben. Sieht schlecht aus. Ups.
ich brauche einen besseren Generator. Ups.
Oh mein Gott. Oh. Na, holen wir uns jetzt noch Snowy Bees. Das passt ja.
Okay, die brauchen. Sweet Bee, Sweet Bee, Sweet Bee und Sweet Bee. Sauber. Passiert da jetzt noch was? Thank you.
Also, dann haben wir jetzt erstmal vernünftig Strom. Nice. Hehe. Jetzt machen wir was wirklich Sinnbefreites. Und zwar brauchen wir eine Indestructible Pow.
So.
Ja. Ich würde mal sagen, ich mach Feierabend. Ich bin übertrieben müde. Aber wir haben ja heute echt viel geschafft eigentlich. Und ja, also werden wir dann morgen weitermachen. Ich denke mal, dann machen wir unten die Einrichtung. Sollte eigentlich reingehen. Okay. Ja, ich hab's verkackt. Ich hätte den vorher verbessern sollen. So, die haben wir voll, die haben wir voll, okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach. Ich starte mal die Miningdom. Oh, ich brauche noch Point. Nee. Oh. Klack wollte ich noch. Dann haben wir erstmal den großen und den kleinen Reaktor dran. Und dann sollte es nicht ganz so schlimm werden.
Okay. Dann starten wir den Bilder. Ja, also, das läuft jetzt und wird hoffentlich dann bis morgen laufen und dann kriegen wir hier noch mehr und. Also, dann würde ich sagen, mache ich jetzt Feierabend. Ich hoffe, dass ich morgen früher da bin. Da müsste ich auch nicht länger auf der Arbeit bleiben, wenn nicht wieder was schief läuft wie heute. Und sonst dann wieder um 18 Uhr dann. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen entspannten Abend noch, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und entspannten Abend euch noch. Genau. So. Tschüss und auf Wiedersehen.